Ich nehme die auf gar keinen Fall. Ich bin mit meinen mehr als ausgelastet. Ein Kind mehr oder weniger fällt doch gar nicht mehr auf. Vergiss es, es geht gar nicht. Weißt du denn, wer ihr Vater ist? Soweit ich weiß, ist Anna alleinerziehend. Weißt du, warum sie nicht mehr mit dem Typen zusammen ist? Die wenigsten Männer schreien, Yippie, ich werde Papa. Jungs, Ohren zu. Keiner, nicht einer der drei Väter meiner Kinder hat Yippie geschrien. Aber bei euch Asiaten ist das ja anders. Ihr freut euch über jedes Kind, was neu dazukommt. Das finde ich so schön. Ja, klar. Sag mal, meine Tochter wünscht sich genau so ein Kleid. Du weißt nicht zufällig, wo ich das herbekomme, oder? Ihr Asiaten habt doch einen Draht zu Kitsch. Nein, keine Ahnung. Also, du kannst sie wirklich nicht nehmen, oder was? Nee, kann ich nicht. Alles klar, ist mir richtig geholfen. Fick die Henne. Ups, Entschuldigung, Kinder. Warte mal, mir fällt doch was ein. Melanie, du sag mal, du kennst doch die Anna Kemper. Genau. Und da war doch dieser leckere Typ damals aus München. Erinnerst du dich, wie der heißt? Kaspar. Erinnerst du dich an die Adresse? Nein, nicht für mich. Du hast mir sehr geholfen. Bis später.